Was hast du in diesem Jahr alles über dich gelernt? Das ist eine sehr interessante Frage, die wir uns so auf diese Art und Weise eigentlich nur sehr selten stellen. Meistens fragen wir, wenn wir rückblickend das Jahr betrachten, uns eher, was habe ich denn alles erlebt? Was habe ich alles erfahren? Was ist mir alles passiert? Aber dass wir unseren Fokus auf das legen, was wir gelernt haben, tun wir eigentlich nur selten. Wenn ich mir diese Frage auf diese Weise stelle, was habe ich in diesem Jahr alles über mich gelernt, dann passiert etwas sehr Interessantes. Es öffnet sich tatsächlich in mir ein Raum der Stille, aber auch ein Raum der Selbstreflexion, vor allem aber ein Raum des Wachstums. Denn was habe ich alles gelernt, bedeutet ja, ich bin größer geworden, erfahrener, bewusster, weiser. Ein Jahr voller Erfahrungen liegt hinter mir, die mich tief berührt haben und die mich auch geformt haben. Hier sind nun drei Erkenntnisse, die ich für mich gewonnen habe, als ich mir selbst diese Frage gestellt habe. Drei Erkenntnisse, die meine Sichtweise verändert haben und meine Kraft gestärkt haben. Erstens, ich habe begriffen, dass Selbstfürsorge keine Option ist, sondern eine dringliche Notwendigkeit. Inmitten der Wirbelstürme des Alltags habe ich erkannt, dass ich mir selbst genauso viel Liebe und Zuwendung schulde wie anderen. Die kleinen Momente des bewussten Genießens sind nicht egoistisch. Sie sind der Weg zur inneren Stärke und Frieden. Okay, zweitens, in diesem Jahr habe ich mich wesentlich mehr meinen Ängsten und all meinen Unsicherheiten gestellt. Auch stellen dürfen, wir können auch sagen müssen. Aber siehe da, aus diesen scheinbar dunklen Ecken meiner Seele sind die schönsten Blumen des Wachstums erblüht. Natürlich sehe ich das erst jetzt im Nachhinein. Währenddessen waren die Zeiten eher ungemütlich. Aber die Herausforderungen, die ich angenommen habe, haben mich gelehrt, dass Komfortzonen zwar vertraut sind, ja, da fühlen wir uns wohl, aber das wahre Leben und die Transformation jenseits davon liegen. Und zu guter Letzt, Dankbarkeit. Dankbarkeit öffnet Türen. Die Kunst, in jedem Augenblick Dankbarkeit zu empfinden, hat meine Sichtweise komplett verändert. Egal wie stürmisch der Tag sein mag, ein bewusstes Lächeln für die kleinen Freuden und die großen Lektionen hat mein Herz mit Fülle und mit Wunder geöffnet. Dankbarkeit ist der Schlüssel, der die Tür zu einem Leben voller Wunder und Segnungen öffnet. Dankbarkeit bedeutet nämlich, ich bin dankbar für all das, was ich erlebt habe, und auf diese Weise öffne ich meinen Fokus, öffne ich meinen Wahrnehmungsfilter und mein gesamtes Zellsystem für weitere Dinge, für die ich auch in Zukunft dankbar sein darf und kann. Und gleichzeitig bewerte ich all das, was mir in meinem Leben in diesem Jahr passiert ist, bewerte ich vollkommen anders, nicht mehr negativ, sondern positiv. Jede Erfahrung, ob freudig oder herausfordernd, hat mich auf meinem Weg gestärkt und natürlich auch geformt. Und deswegen mögen wir uns gemeinsam daran erinnern, dass jeder Augenblick, jede Erkenntnis uns näher zu unserer wahren Essenz führt.